Guten Abend. Ja, mein Name ist Hans-Hermann Thielke. Ich bin bei der Deutschen Post beschäftigt. Wie Sie ja alle wissen, geht die Post ganz neue Wege und bietet ihren Kunden ständig neue Dienstleistungen an. Fast täglich kommen neue Dienstleistungszweige auch auf uns Mitarbeiter zu. Wir selbst wissen auch schon gar nicht mehr, wie wir das alles überhaupt bewältigen sollen. Das geht schon los bei der, zum Beispiel, Paketzustellung. Nur mal jetzt so als Beispiel, Paketzustellung. Einfache Paketzustellung. Da denkt man sich ja erstmal eigentlich noch nichts Schlimmes bei. War es ja früher auch nicht. War es ja früher nie. Einfach nur das Paket geschnappt, kurz an der Haustür geklingelt und wieder weg. Das ging ruckzuck. So schnell konnten die Kunden auf gar nicht gucken, wie wir wieder weg waren. Meist haben sie ihr Paket dann selbstständig ein paar Tage später vom zuständigen Postamt abgeholt. Da haben die Kunden einfach noch mehr Eigeninitiative gezeigt. Sie waren früher noch ganz anders in den Zustellprozess mit eingebunden. Aber heute bietet ja die Post gerade in der Paketzustellung einen ganz neuen Service an, ganz neuen Tarif. Das ist jetzt alles mit drin. Der heißt auch extra alles mit drin heißt das auf Deutsch. Jetzt machen wir Zusteller nicht mehr an der Haustür halt. Jetzt gehen wir rein. Jetzt wird das Paket von uns nach drin, also in die Wohnung, ins Wohnungsinnerste rein verbracht. Und drinnen geht der Spaß erst richtig los. Da sind wir jetzt neuerdings angewiesen, beim Auspacken des Pakets mit behilflich zu sein. Und auch das Material, das Verpackungsmaterial, müssen wir gegebenenfalls auf Wunsch wieder mit zurücknehmen und vollständig entsorgen. Also meine Mülltonne zu Hause, die quillt inzwischen derartig über. Aber es gibt noch so eine neue Dienstleistung, noch ganz neu. Das hängt jetzt mit der neuen Gesundheitsreform zusammen. Davon haben Sie bestimmt schon gehört. Da bietet die Post jetzt ja seit dem 1.7. diesen Jahres eine eigenständige Pflegeversicherung an. Gerade auch für ältere Mitbürger. Da brauchen Sie jetzt gar nicht mehr Ihre Krankenkasse mit belästigen. Die können Sie jetzt bei der Post direkt abschließen. Ist ja auch viel praktischer. Was wollen Sie erst jedes Mal irgendeine Pflegeschwester einreisen lassen? Der Zusteller kommt sowieso jeden Tag ins Haus. Da kann er auch gleich mal ein bisschen mit nach dem Rechten sehen. Sich so ein bisschen nützlich machen. Gerade eben bei den älteren Mitbürgern. Vielleicht morgens beim Aufstehen behilflich sein. Also sehen, dass die richtig aus dem Bett dann das Waschen, Gesicht und also einfach mal mit einem nassen Lappen alles kurz durchwischen. Und die Haare vielleicht noch so ein bisschen, also sehen, dass die Haare wieder da sind, wo sie früher mal waren. Wir werden jetzt auf Lehrgängen ganz speziell in sowas alles ausgebildet. Denn das war für uns ja auch erstmal alles Neuland, das kannten wir alles nicht. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mein ganzes Leben lang immer nur meine eigenen Zähne geputzt. Aber auf diesem Lehrgang hatten wir dann Gelegenheit, das ausgiebig zu üben. Da saßen dann in zwei langen Stuhlreihen sich zwei Kollegen immer ganz dicht gegenüber. Da konnte dann jeder beim anderen üben, also Schuhe zu binden, Nase putzen oder auch die Ohren vom Kollegen mal wieder so richtig auf Vordermann bringen. Das machen wir ja alles mit. Also auch für Sie, wenn Sie mal irgend sowas haben, also auch leichte Verletzungen. Eine Schramme oder wenn sich vielleicht irgendein Splitter versehentlich in ihre Haut verfangen hat. Nicht immer gleich damit zum Arzt rennen, warten Sie erstmal Ihren Postzusteller ab. Ja. Eine breitere Neuigkeit, Neuerung bei der Post, ist der Umgang mit Kunden. Also gerade am Schalter die Freundlichkeit. Dass man auch mal einen Spaß macht.
Da ist die Post ja an sich führend. Aber wichtig ist es ja auch immer zu wissen, mit was für einem Kunden hat man es zu tun. Was ist das für ein Typ? Und darum werden wir in letzter Zeit geschult. Da werden also bestimmte Kundenprofile angefertigt, damit wir besser wissen, wie wir individuell darauf eingehen können. Ich werde Ihnen das mal kurz an einem Beispiel, an einem typischen Fallbeispiel, wie es hier eigentlich fast täglich haben, möchte ich Ihnen das mal kurz demonstrieren. Drei Postkunden betreten an einem Montagmorgen gegen 11 Uhr eine Filiale der Deutschen Post AG. Der erste hat ein 800-Gramm-Päckchen unterm Arm und möchte dies zur Versendung bringen. Oder besser gesagt, er möchte die Sendung vollziehen lassen. Das können sich gleich mal alle merken, eine Sendung vollziehen lassen. Der zweite betritt die Postschalterhalle mit dem Wunsch, eine Handvoll Wohlfahrts-Sondermarken zu erwerben. Und der dritte, das hier war übrigens der zweite, der guckt hier drauf schon so ein bisschen skeptisch. Der erste ja nicht, der gar nicht. Der strahlt sogar als guter Dinge, freut sich, der ahnt gar nicht, wie schnell so eine Stimmung umschlagen kann. Aber hier drauf... Aber hier drauf wirkt er auf jeden Fall noch sehr optimistisch und geht anscheinend auch noch fest davon aus, dass er sein Päckchen hier loswerden kann. Hat er vielleicht auch diesbezüglich gute Erfahrungen gemacht? Da sagt sich, Mensch, so ein 800-Gramm-Päckchen aufgeben, das hat schon mal geklappt. Warum nicht auch heute? Ist einfach gut drauf, positiv. Der sagt sich, Mensch, heute wird ein schöner Tag, ich weiß auch nicht warum. Das gibt es ja, solche Leute. Aber der zweite, der guckt, wie gesagt, schon so ein bisschen skeptischer, so ein bisschen, also jetzt noch nicht ganz schlecht gelaunt, aber man sieht es hier so um die Mundpartie, das sind die Erfahrungswerte. Das sind ja Dinge, mit denen wir es tagtäglich zu tun haben. So ein Mann, der ist einfach skeptisch. Und der weiß auch warum. Sondermarken, die gibt es, aber nicht immer. Die sind auch schnell mal weg. Vergriffen. Und das weiß der. Das weiß der ganz genau, dass Sondermarken schnell mal vergriffen, sich schnell mal im Vergriff befinden können. Ja, der dritte, sehen Sie selbst, den scheint seine gute Laune schon vollständig verlassen zu haben, noch bevor er sich überhaupt einen Schalter genähert hat. Wenn jemand so miesepeterig vom Schalter steht, dann kriegt er auch nichts. Da darf man sich gar nicht wundern. Ja. Da haben Sie jetzt mal so einen kleinen Eindruck, mit was wir uns abeseln müssen. Also jetzt sind Sie wieder auf dem neuesten Stand bei der Post. Dankeschön.